Wir sind da sehr optimistisch. Wir haben ja jetzt schon 435.000 Euro Landesgeld investiert für Vorarbeiten, insbesondere für die Detailplanung. Wir ändern gerade das Landesstraßengesetz, damit der Landesbetrieb Straßen künftig auch Radschnellwege bauen und pflegen kann. Und dieser Radschnellweg ist planerisch so weit vorn, dass er mit Sicherheit große Chancen hat, auch vom neuen Bundesprogramm zu profitieren. Der Bund hat den Einstieg gefunden, Radschnellwege selbst zu fördern. Und mit Landes- und Bundesförderung wird es gelingen, den ersten Abschnitt auf jeden Fall zwischen Bocholt und Rehde, dann den Radschnellweg über 46 Kilometer und dann vielleicht auch noch das Stück Fehlen-Coesfeld hinzukriegen. Wir haben genug zu tun. Radschnellwege sind Zukunft und Bocholt ist die Radfahrerstadt im ganzen Land. Bocholt beschreibt heute eigentlich schon Zukunft. Hier kann man im wahrsten Sinne des Wortes die Mobilität von morgen erfahren und deshalb ist Bocholt sowas wie die Hauptstadt der Moderne.